Grüß Gott wieder bei der Stunde der Seelsorge. Ganz herzlich begrüßen, wie immer, darf ich Herrn Pater Karl Wallner, der uns zugeschaltet ist aus Wien. Lieber Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Sendung. Ich war vor 2 Tagen in Bad Wurzach. Bad Wurzach liegt in Oberschwaben. Dort gibt es das Salvatorkolleg, da war ich 9 Jahre auf dem Internat. Sehr schöne Zeit. Und ich hatte dort ein Gespräch mit Pater Stefan Otto Horn. Er ist ein Kollege von dir, Dogmatiker, Fundamentaltheologe. Er war auch Assistent sogar von Ratzinger damals, als Ratzinger gelehrt hat in Regensburg. Und ich war dort auf der Schule und habe Pater Stefan erzählt, dass ich ein paar Tage vorher auf dem Friedhof war. Und dort liegen ungefähr 100 Salvatorianer beerdigt in Bad Wurzach, Brüder und Patres. Und dass ich schon 20 davon kenne und dass ich deshalb auch schon fortgeschritten bin im Alter. 20 kenne ich schon auf dem Friedhof. Na der Pater Stefan Horn zu mir gesagt, er kennt schon 80, was soll denn er erst sagen? Und dann haben wir beide festgestellt, das Leben ist endlich. Wir alle sind hier nur auf der Durchreise, das Ziel zum Vater, wir alle sind sterblich. Ich glaube, das haben wir in der letzten Zeit ja auch gut gesehen. Also die Gläubigen, die Katholiken haben doch mitgelebt und mitgefühlt mit Papst Benedikt, dem emeritierten Papst. Das war ja wirklich auch eine Fügung, dass er diesen Besuch noch machen konnte bei seinem sterbenden Bruder in Regensburg. Ich glaube, das, also mich persönlich hat das sehr berührt, weil einfach solche Beziehungen, gute Beziehungen, wenn sie in der Familie sind, sind keine Selbstverständlichkeit. Und die beiden Ratzinger-Brüder waren ja zusammengewachsen durch die familiäre Bindung, aber auch durch das Priestertum. Und das war irgendwie sehr schön. Und es ist Georg Ratzinger gestorben. Also wir merken insgesamt, dass Leben vergänglich ist. Wir Christen brauchen vor dem Tod keine Angst haben. Für uns ist es ein Transitus, ein Übergang. Es wird die Herberge unserer irdischen Pilgerschaft, wie es in einer Präfation bei der Heiligen Messe heißt, die zerfällt, aber uns ist eine himmlische Wohnung bereitet. Und ja, übrigens, Pater Stefan Horn ist natürlich auch mit Heiligenkreuz sehr verbunden, weil er ja den Ratzinger Schülerkreis leitet. Und unser Abt Maximilian ist Mitglied dieses jüngeren Schülerkreises. Ich glaube, die haben sogar heuer jetzt im Sommer wieder ein Treffen bei uns. Zumindest kommt Kardinal Koch im Herbst zur Inauguration der Hochschule zu uns nach Heiligenkreuz am 1. Oktober. Also wir sind da mittendrin und Pater Stefan ist wirklich ein ganz großartiger Priester und Theologe. Du hast den Tod des Bruders von Papst Benedikt Emeritus Georg Ratzinger erwähnt, er wurde ja gestern beerdigt. Papst Benedikt Emeritus war über Livestream zugeschaltet, hat das Ganze verfolgt, aber er hat auch einen Nachruf verfasst, den Erzbischof Georg Genswein vorgetragen hat. Wir sind hier in der Stunde der Seelsorge und ich möchte mit dir gerne über diesen Nachruf sprechen, weil ich glaube, da können wir was davon lernen. Nicht nur, weil sich das Herz von Papst Benedikt der 16. Emeritus offenbart, sondern es zeigt ein bisschen, wie ein Christ auch lebt, wie er mit dem Tod umgeht, auch eines lieben Menschen und welche Hoffnung uns erfüllt. Der Nachruf war eigentlich gerichtet an Bischof Voderholzer von Regensburg und dann heißt es gleich am Anfang, da schreibt Papst Benedikt Emeritus, der 16., Menschen aus vielen Ländern, aus allen Ständen und Berufen haben mir geschrieben in einer Weise, die mein Herz berührt. Jedem Einzelnen müsste ich eigentlich eine persönliche Antwort zukommen lassen. Dazu fehlt mir leider Kraft und Zeit und ich kann bei dieser Gelegenheit nur danken für das Mitgehen in diesen Stunden und Tagen. Er dankt all denen, die ihn begleitet haben, dieser für ihn schweren Zeit, dass sein Bruder schwer krank ist, dass er im Sterben liegt. Und ich glaube, wir haben schon eine erste Lehre, Menschen, die in schwierigen Situationen sind, dass man sie nicht alleine lässt, sondern dass man sie begleitet. Ich habe meinen Studenten an der Hochschule Heiligenkreuz immer gesagt, wenn ihr hört, dass in eurer Pfarre, wenn ihr da mal Priester seid, wenn ihr hört, dass in eurer Pfarre jemand schwer krank ist, ja, oder wenn man euch anruft und sagt, bitte Herr Pfarrer, kommen Sie,
unsere Oma, der geht schlecht, bitte sofort alles liegen und stehen lassen. Ich weiß, dass das heute schwer ist, weil die Terminkalender übervoll sind und es gibt so viele wichtige Dinge. Ich sehe das auch bei mir, also was das oft dann für wirklich ein Jonglieren auslöst, wenn man dann einen Krankenbesuch hat, weil die kann man ja nicht planen. Also die sind einfach. Und dass man aber wirklich hier auch die Prioritäten richtig setzt. Wie mein Vater eben im Spital war, das war bei den Barmherzigen Brüdern und Gott sei Dank gibt es in Österreich so großartige geistlich geführte Spitäler in Eisenstadt. Und dann hat dort der Arzt gesagt zu meiner Mutter, wollen Sie nicht diese letzten Tage Ihres Mannes, wollen Sie nicht ins Spital kommen? Und sie hat dann ein Bett neben ihm bekommen und war dann 14 Tage bis zu seinem Tod neben ihm. Der hat auch gesagt, schauen Sie, das ist jetzt die letzte Zeit, wo Sie mit Ihrem Mann auf Erden zusammen sind. Und das ist einfach etwas so Wertvolles, auch diese letzte Zeit, die man hat, ja, weil wir alle ein Ablaufdatum haben. Und dass wir hier wirklich auch die Prioritäten richtig setzen und nicht in dem Getriebe und so weiter weitermachen. Und es ist ein Mensch, der jetzt 70, 80, 90 Jahre hier auf Erden gelebt hat, gelitten hat, gebetet hat, gewirkt hat und so weiter, geliebt hat, der muss uns das auch wert sein, einen Krankenbesuch. Ja. Das ist wirklich wichtig. Und das hat uns Papst Benedikt auch vorgezeigt. Ich habe unmittelbar danach Besuch gehabt aus Rom, von einem Priester, der oft auch die Heilige Messe beim emeritierten Papst feiert. Und der hat mir erzählt, dass diese Reise Papst Benedikt auch an die Grenzen eben jetzt seiner Belastbarkeit geführt hat. Also er konnte auch nicht zum Begräbnis kommen. Das wäre physisch für ihn einfach auch nicht möglich. Er ist einfach mit 93, man sieht es auch so geschwächt, dass das nicht geht. Aber es war irgendwie ein Geschenk und wirklich auch ein Zeichen, dass er das gemacht hat, dass er da diesen Krankenbesuch getan hat und damit auch vorbildlich und eine Einladung an uns alle. Bitte sorgt euch für die Kranken und besonders für die Sterbenden. Dann hat Papst Benedikt Emeritus in diesem Schreiben so drei Eigenschaften seines Bruders hervorgehoben. Zum einen, zuerst und vor allem wird immer wieder gesagt, dass mein Bruder seine Berufung zum Priestertum zugleich als musikalische Berufung empfangen und verstanden hat. Und er hat sich schon sehr früh für Kirchenmusik interessiert. Und dann heißt es dort weiter, dabei hat er den Namen Domkapellmeister erfahren, indem er irgendwie die Richtung seines Lebens angedeutet sah. Also sein Bruder, der ganz früh eine Liebe zur Kirchenmusik entwickelt hat und dann ganz zielstrebig auch seinen Weg dort gegangen ist. Also das ist irgendwie eine Lehre auch für unser Leben, zielstrebig zu sein im Leben, nicht einfach alles so fahren zu lassen, aber eben auch, heißt es in diesem Nachruf, dieser Dienst ist für ihn immer mehr zur Freude geworden, die freilich durch vielerlei Leid erkauft werden musste. Feindseligkeit und Ablehnung haben vor allem anfangs nicht gefehlt. Und dann auch die andere Seite, zugleich ist er aber Vater für viele junge Menschen geworden, die ihm dankbar als seine Domspatzen zur Seite standen und stehen. Also Musik ist ja das, was wir im Himmel haben werden, nicht? Also das ist ja nicht von ungefähr, dass man die Engel bebildert hat mit Musikinstrumenten und dass man zum Beispiel vom gregorianischen Choral spricht, das vom Gesang der Engel. Und Kirchenmusik ist, also Musik ist ein immaterieller Ausdruck des Lobpreises und gibt eben dem noch einmal eine Dimension, wozu wir Menschen allein fähig sind, nämlich Gott anzubeten. Und Gott dann anzubeten in der zweckfreien Form des Musizierens ist irgendwie das Höchste. Ich habe vom Begräbnis von Georg Ratzinger auch einige Videos erhalten. Und da singen die Domspatzen am Grab während des Begräbnisses. Das ist zu Tränen rührend. Also das ist wirklich ergreifend, weil hier, wie soll ich sagen, schon der Himmel irgendwie rüberklingt und auch die Liebe der Menschen auf Erden, die hier einen Domkapellmeister verabschieden. Und die Regensburger Domspatzen sind also nicht nur von der Qualität her, sie sind Weltspitze geworden durch den Georg Ratzinger. Also, und das ist eben diese religiöse Dimension der Musik, die hat er immer vorgelebt. Und das ist eben auch wirklich sehr interessant, wenn man sich in der Theologie umschaut, die wirklich ganz großen Theologen waren musikalisch.
Karl Barth zum Beispiel, der große reformierte Theologe, der eine kirchliche Dogmatik geschrieben hat, die sehr nahe an das Katholische kommt. Hans-Urs von Balthasar, der mit ihm befreundet war, konnte auswendig auf dem Klavier Don Giovanni spielen. Und Josef Ratzinger, nicht, also es gibt die vielen Bilder, wo Josef Ratzinger dann zur Entspannung musiziert. Und dann eben Georg Ratzinger, das ist halt einfach, Musik ist etwas ganz Himmlisches. Das sagt man nicht nur so als Attribut, sondern es ist wirklich, es lässt den Himmel herüberklingen und es lässt unsere Stimmen zum Lobpreis auffahren. Wenn ich noch zum Schluss als Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke auch sagen darf, ja, das spüre ich überall in Afrika, in Asien, also dass dort der Gesang nicht bloß Musik ist, sondern dort ist wirklich auch Lobpreis drinnen. Das ist natürlich anders, aber ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut in Afrika oder ich erinnere mich auch an Myanmar, Yangon, wo ganz wenige Katholiken sind, aber mit welcher Innigkeit, ja, Inbrunst dort gesungen wird, das ist wirklich etwas ganz substanziell Religiöses, unser Lobpreis durch die Musik. Lieber Pater Karl, du hast gerade gesagt, große Theologen sind musikalisch. Ich frage dich jetzt nicht, wie musikalisch du bist. Du kannst mich fragen, ja. Ich bin nämlich gar nicht musikalisch. Also ich liebe Musik, aber ich bin nicht, ich war zu dumm, ein Instrument zu lernen. Ich bin wirklich auch zu ungeschickt gewesen. Also bestimmte Dinge, die kann ich einfach nicht. Ich konnte die Tanzschule war für mich eine Qual. Meine armen Tanzpartnerinnen damals und eben meine Musiklehrerin, die ich hatte, also die ist an mir verzweifelt. Ich liebe aber Musik zum Hören. Und es ist interessant, dass der liebe Gott es gefügt hat, dass er mich verwendet hat 2008, 2009, um Öffentlichkeit zu schaffen für die Schönheit des gregorianischen Chorals. Denn ich war ja mittendrin in der Promotion, also in der Bewerbung dieses Chant-Projektes, das wir in Heiligenkreuz hatten, wo eine englische Musikfirma unseren 1000 Jahre alten gregorianischen Choral aufgenommen hat in Heiligenkreuz. Und Chant ist ein Welterfolg geworden. Ja. Wir sind in die Top 10 der Popcharts gegangen. Die jungen Leute waren begeistert und eben von Österreich haben das nur außer den Heiligenkreuzer Mönchen DJ Ötzi und Falco geschafft. Ja. Also das sagt wirklich etwas. Also und da war ich mittendrin und ich konnte mit Euphorie über Musik reden, aber ich kann keine Musik machen. Ich singe auch so, dass unser Kantor in Heiligenkreuz hat immer gesagt, Pater Karl, sing bitte nicht mit bei den Aufnahmen. Deine Stimme ist so laut. Also der liebe Gott hat mir eher die Stimme gegeben, um das Wort Gottes und wie soll ich sagen, theologische Inhalte so zu kommunizieren, dass sie hoffentlich gut auch verstanden werden können. Er wollte mich nicht als Sänger, er wollte mich eher als Verkündiger. Zurück zu diesem Nachruf von Papst Benedikt XVI. Emeritus auf seinen Bruder Georg Ratzinger. Eine andere Eigenschaft meines Bruders, da ist zum einen seine heitere Geselligkeit, sein Humor, seine Freude an den guten Gaben der Schöpfung. Zugleich aber war er ein Mann des direkten Wortes, indem er seine Überzeugung offen aussprach. Er hat über 20 Jahre in weitestgehender Blindheit gelebt und war so von einem guten Teil der Wirklichkeit ausgeschlossen. Dieser große Verzicht war immer schwer für ihn, aber er hat ihn auch stets von innen her angenommen und bestanden. Lieber Pater Karl, wie besteht man von innen her die Kreuze seines Lebens? Also das schaut ja für jeden verschieden aus und wir können auch jeder von uns ganz gewiss sein, dass er da keine Angst bekommen muss, weil Gott dann auch immer die notwendige Gnade gibt, um das zu bewältigen. Ich denke jetzt zum Beispiel an diese, auch ganz konkret an die Situation, in der wir hier in Wien bei Missio geraten sind seit dem 10. März, seit dem Lockdown. Wenn man mir das vorher gesagt hat, Pater Karl, du wirst hier, du kannst keine Vorträge mehr halten, du kannst die Projektreisen nicht machen, du wirst hier jeden Tag, und wir hatten den Umbau, da bin ich im Keller gesessen, da war das Büro bis Ende Juni im Keller. Du wirst hier, also dann kann man sich das nicht vorstellen, das wäre mir furchtbar geschienen, aber gerade diese Zeit jetzt hier, auch durch die Mittagsmessen über KTV und den Livestream, ist zu einer Zeit der Gnade geworden. Und das ist eben die Fähigkeit, die Gott jedem Menschen gibt, dass er mit seiner Gnade auch die schwierigsten Situationen, auch die Kreuze in Situationen der Auferstehung
verwandeln kann. Wir haben immer wieder, dass Menschen, denen zum Beispiel bestimmte Sinne wegbrechen, eben jetzt beim Georg Ratzinger, dass der nicht mehr sehen kann, dass sich anderes dann schärft. Wir hatten einen Beethoven, nicht, der ertaubt war und gerade in dieser Situation die schönste Musik geschrieben hat, weil er es innerlich gehört hat. Und bei Georg Ratzinger gibt es auch etwas, was mich persönlich betrifft. Ich habe vor 2 Monaten geschickt bekommen, ein Schreiben von Rom, also vom Papst Benedikt, beziehungsweise von einer der Frauen, die da im Haushalt ihn betreuen. Und der Papst Benedikt hat für seinen Bruder Georg die letzten Jahre die Literatur ausgesucht. Also der bekam immer vorgelesen jeden Tag. Und in dieser Literatur waren auch Bücher dabei, die von Heiligenkreuz waren. Und da wieder in einem dieser Bücher war eine Karte drinnen von Missio, von den päpstlichen Missionswerken aus den 1970er Jahren. Also eine historische Karte. Damals schon hat Missio Österreich sehr stark Gebete verbreitet und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber es war eine Gebetskarte von Missio Österreich. Eine historische, ich glaube von 1975, nicht? Und das hat mir eben die Betreuerin von Papst Benedikt geschickt, dass das in der Literatur drinnen gewesen sei, die eben Georg Ratzinger vorgelesen worden ist. Also der hat eben vorgelesen bekommen, der Georg Ratzinger. Also, aber jeder von uns bekommt irgendwie seine Belastungen und wir haben von Jesus die Zusage, dass das Kreuz, wenn wir es mit ihm jetzt eben tragen, dass dieses zu einem sanften Joch wird. Lieber Pater Karl, man muss dich nur ausreden lassen, dann erfährt man Neues, habe ich noch nie gehört, dass Papst Benedikt der 16. Emeritus die Bücher für seinen Bruder ausgewählt hat, die ihm dann vorgelesen wurden. Der dritte Punkt, den er im Nachruf erwähnt über seinen Bruder, im letzten aber war er, also Georg Ratzinger, doch ein Mensch Gottes. Auch wenn er seine Frömmigkeit nicht zeigte, so war sie doch über alle Nüchternheit und Redlichkeit die eigentliche Mitte seines Lebens. Kurz und bündig formuliert. Also ich habe auch so, ich kenne ja den Georg Ratzinger nicht so gut, wir haben einen Freund, den Christoph Hurnaus aus Linz, der einen großartigen christlichen Buchversand betreibt und mit dem ich oft in Österreich unterwegs bin, so Vortragsreisen. Und der kennt ihn sehr gut und hat ihn auch interviewt. Da gibt es Interviews von ihm auch im Internet mit Georg Ratzinger. Und ich habe immer so den Eindruck gehabt, auch vom Ansehen, dass der Georg Ratzinger so ein nüchterner Bayer ist. Ne? Bist du auch ein Bayer, dass ich jetzt mich nicht um Kopf und Kragen rede? Ich bin ein Allgäuer und Bayer, beides zusammen. Also ihr Bayern habt es bei uns in Österreich, wir Österreicher, die Ösis haben ja auch einen bestimmten Ruf in Deutschland, aber ich glaube, wir finden uns ja grundsympathisch gegenseitig. Also die haben so den Ruf so irgendwie der bayerischen Nüchternheit und Gestandenheit und so weiter. Und das hatte ich bei Georg Ratzinger auch. Er war kein Süßler, wie man in Österreich sagt. Wenn jemand so herumsüßelt, liebe Kinder und so weiter. Also das mögen die Österreicher übrigens gar nicht. Die Wiener lieben diese nüchterne Art. Also die Wiener sind interessanterweise den Bayern sehr verwandt. Wir haben auch in Wien den gesunden Grant und so weiter. Also dass man so herumgrummelt, ja, aber man meint es eigentlich gar nicht so. Aber gut, jetzt sind wir in einem Volkscharakteristikum drinnen, aber dass der Georg Ratzinger sehr fromm war, also das steht ganz außer Zweifel. Bei dieser Gelegenheit, wir haben manche Zuschriften, die fragen uns, was meint Pater Karl immer, wenn er über die Frommen spricht? Was meine ich? Die Frommen, die Frommen. Also ich finde, dass der Ausdruck fromm nicht aussterben darf. Ja, den verwendet man ja kaum und der wird oft nur so abgewertet. Ich meine fromm durchaus positiv. Also fromm sind für mich, ist für mich ein Synonym für gläubig. Nicht positiv verwende ich den Ausdruck frömmlerisch, der ist auch nicht fromm gemeint, sondern das geht in die Richtung bigott, ja, übertrieben, wo man die Mitte verloren hat, wo man nicht geerdet ist, wo man nicht mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Weil richtig fromm kann man nur sein, wenn die Beine auf dem Boden stehen und das Herz in den Himmel ragt. Also ich brauche diese Bodenhaftung, damit ich wirklich fromm sein kann. Aber die Frommen meine ich einfach die, um denen der Glaube etwas wert ist, die zur Kirche stehen, die beten und so weiter, die eigentlich das große Potenzial der Kirche sind, die aber ein bisschen mehr geführt werden müssen, weil der Teufel da wirklich, also gerade seine Urstände treibt, die Frommen, weil sie eben
weil sie eben gut sind und weil sie idealistisch sind, werden sie sehr, sehr leicht verführt und durchschauen diese Tricks nicht. Wenn jemand fromm ist, kann er sehr leicht verführt werden, indem er dauernd depressiv ist, weil in der Kirche nichts funktioniert. Dann wird er vom Teufel geführt in eine Oppositionsecke gegen die Bischöfe, gegen den Papst, gegen den Pfarrer und so weiter. Also das sind die Gefahren, die die Frommen haben, weil das sind die Guten. Der Teufel hat viel mehr Interesse daran, die Guten zu verderben. Bei den anderen, die lau sind und die nicht fromm sind und die am Rand sind und denen die Kirche egal ist, also bei denen braucht er sich eh nicht bemühen. Die wirken ja ohnehin nicht für das Reich Gottes. Also deshalb verwende ich den Ausdruck fromm wahrscheinlich wirklich oft, ja, weil die viel mehr geführt werden müssen und viel mehr geistlich auch einfach geschult werden müssten, dass sie wirklich ihre Kraft entfalten, die sie aus der lebendigen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus haben. Also du bist fromm, ich bin fromm. Aber meine spirituellen Kapazitäten sind beschränkt, das möchte ich schon betonen. Lieber Pater Karl, seit wir diese Sendung machen, bekommen wir ja sehr viele Zuschriften und es fällt mir schon auf, dass, und da sind viele Zuschriften dabei und die Religionslehrer machen alles falsch und so viele Pfarrer machen so viel falsch und die Bischöfe machen so viel falsch. Ich glaube schon, dass wir die Leute auch hinweisen sollen, viele Religionslehrer machen es richtig gut. Viele Pfarrer, ich gehe mal davon aus, die meisten bemühen sich richtig, die Bischöfe auch. Und wir haben da wiederholt schon drüber gesprochen, du sagst es immer wieder, wir müssen die Leute auch loben und auch die hervorheben, die es gut und richtig machen. Lob ist doch was ganz Wichtiges. Also wir kommen nur in die Zukunft, wenn wir das Gute verstärken. Du kannst Finsternis nicht hell machen, indem du sie gegen sie schimpfst. Du musst ein Licht anzünden. Und das ist unser Hauptproblem. Es hat immer Finsternis in der Kirche gegeben. Es hat immer Häresien gegeben. Es hat immer Irrlehren gegeben. Es hat immer Verweltlichung, Veräußerlichung und so weiter gegeben. Es hat immer Glaubensabfall gegeben. Es hat immer Angriffe von außen gegeben. Also im Augenblick ist es halt wirklich sehr viel und vor allem, weil wir in diesem Prozess des Schrumpfens sind, der ist wirklich schwer zu verdauen. Also ich bin wirklich sehr lange jetzt, ich bin seit meinem 18. Lebensjahr im Kloster, wenn ich nur auf das Negative schauen würde, müsste ich Tag und Nacht weinen, aber ich bemühe mich wirklich immer, so wie du gerade gesagt hast, auf das Gute zu schauen und das Gute zu verstärken. Was bringt's, wenn man in der Pandemie, in der Krise jetzt eben nur darunter leidet, dass keine Gottesdienste möglich sind, ja, und dann Ursachenforschung betreibt und das und ist gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Das ist im Prinzip wieder nur eine innere Blockade, statt einfach zu sagen, okay, jetzt ist es so, was können wir jetzt machen, um missionarisch zu sein? Was kann ich jetzt tun? Ja, was ist das Beste, was ich jetzt tun kann in dieser Situation, wo ich zu Hause sitze? Und wir haben ja immer noch eine maximale Irregularität der Möglichkeit, zu den Gottesdiensten zu gehen. Also bei uns in Österreich sind die Gottesdienste schlecht besucht. Ja, also es gehen wenige Leute in die Kirche. Viele haben Angst vor Infektionen und so weiter. Und man hat das Gefühl, dass irgendwie die Luft draußen ist aus dem Ganzen auch. Also es ist eine bedrückende Situation eigentlich für die Kirche. Aber was bringt's, wenn ich das jetzt analysiere und dann sage, der ist schuld und die sind schuld und irgendwas und so weiter. Ich muss jetzt und hier anfangen. Wenn, jetzt darf ich wieder Werbung machen für die Mittagsmesse oder für die Kindermesse am Montag um 17 Uhr. Ja, gestern war so eine liebe Kindergruppe bei uns, bei Missio Österreich zur Mittagsmesse. Und da, die Kinder, die Mutter hat mir geschrieben, dass die Kinder früher nicht gerne in die Kirche gegangen sind. Aber jetzt sitzen sie bei der Fernsehmesse dabei, die im Livestream übertragen wird und warten schon immer drauf, wann diese Messe kommt und singen mit und so weiter. Das sind doch die Chancen. Und deshalb bitte, also wir müssen auf das Positive schauen. Und weil du das Loben erwähnt hast, bitte macht euch so eine, jeden Tag irgendwie so einen Zettel, wo dann oben steht, habe ich heute schon gelobt. Ja? Und wenn es die Ehefrau ist für das gut gekochte weiche Ei, da erinnere mich an diese Satire von Doriot, ja, dass das Ei mal wirklich richtig gekocht ist oder irgendwas. Bitte bringt Gutes in die Welt. Bene dicere, Gutes sagen heißt im Lateinischen, wird übersetzt mit segnen. Also wer Gutes in die Welt bringt, Gutes verstärkt, der segnet diese Welt. Und das ist das, was den Teufel und das Böse auch vertreibt, in der Kirche auch. Ich glaube, in jedem Menschen ist ein Funken Liebe und dort kann man immer ansetzen. Mir gefällt auch die Spiritualität des Opus Dei, die ja ihren Mitgliedern raten, bei der Gewissenserforschung immer zu fragen, habe ich jemanden
heute Freude auch bereitet. Kehren wir zurück zu diesem Nachruf. Am Ende kommt Papst Benedikt Emeritus auch auf diesen Besuch in Regensburg nochmal zu sprechen, dass sein Bruder ihn nicht darum gebeten hat, aber dass er gespürt hat, dass er hin muss. Als ich am Montag, den 22. Juni, morgens bei ihm mich verabschiedete, wussten wir, dass es ein Abschied aus dieser Welt für immer sein würde. Aber wir wussten auch, dass der gütige Gott, der uns auf dieser Welt dieses Zusammensein geschenkt hat, auch in der anderen Welt regiert und uns dort ein neues Miteinander schenken wird. Also ein Abschied nehmen in ganz großer Hoffnung. Wir alle werden uns einmal wiedersehen. Also es gibt für jeden Menschen, den wir treffen, gibt es ein letztes Mal, wo wir uns sehen. Und viele, die jetzt zusehen, haben das sicher auch schon erlebt. Das ist ein letztes Mal, dass sie sich erinnern, wo sie das letzte Mal vielleicht sogar ihre Eltern oder ihre Großeltern vor dem Tod gesehen haben. Und Papst Benedikt gibt uns dann einen Einblick auch in seine Gedanken bei diesem Abschied aus christlicher Hoffnung heraus, weil es ist immer ein Abschied in der Perspektive des Wiedersehens, also der Wiederbegegnung, weil wir eben an einen gütigen Gott glauben, der diese Begegnung in seiner ewigen Liebe dann eben möglich macht. Das finde ich sehr, sehr berührend. Ich füge vielleicht noch einen anderen Gedanken ein, weil der Menschen belasten könnte, die jetzt eben zuschauen, nämlich der Gedanke, dass auch der Glaube an die Auferstehung und auch dieses feste Vertrauen, dass es ein Wiedersehen gibt, einem nicht den Schmerz über den Verlust wegnimmt. Also man ist nicht unchristlich, wenn man weint und trauert. Und wir haben es ja bei Georg Genswein gesehen, der ja unter Tränen diesen Abschiedsbrief, finde ich übrigens großartig. Also bei ihm sieht man immer diese Menschlichkeit, auch schon bei seiner Bischofsweihe hat man ein paar Mal gesehen, wie es ihn gedrückt hat. Und das ist wirklich also für mich ein ganz großer, ich bin ja ähnlich, ich kann mich ja nicht verstellen. Ja, und ich finde es großartig, wenn einer der Erzbischof ist und an ganz hoher Stelle dann auch immer seine Menschlichkeit nicht runterschluckt, ja, sondern wenn die durchkommt, weil das ist Zeugnis auch. Aber eben, das nimmt euch nicht den Schmerz über den Verlust, der Glaube an ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Man darf trauern, man darf weinen, aber ich glaube, dass auch die Verlusttränen des trauernden Christen schon irgendwie so einen Vorgeschmack der Ewigkeit haben. Also ich glaube, dass wir anders weinen als Menschen, die keine Hoffnung haben und die dann aus bloßer Verzweiflung, dass sie jetzt jemand verloren haben, weinen. Wir weinen. Also unsere Tränen sind dann immer schon die Frucht eines neuen, stärkeren Glaubens. Ja. Punkt. Mir geht es darum, natürlich gibt es Situationen, in denen man nicht viel sagen kann und regelrecht auch sprachlos ist. Aber eben die Sprachlosigkeit ist nicht alles, sondern es ist doch die Hoffnung, dass wir uns mal wiedersehen im Haus des Vaters und das vielleicht später dann kann wieder Freude am Leben geben und Kraft und Stärke. Und ich glaube, das sollte man immer wieder betonen, nicht nur bei der Sprachlosigkeit bleiben. Darum gefällt mir das so, dass Papst Emeritus das so formuliert hat. Lieber Pater Karl, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte dich bitten um vielleicht noch ein Schlusswort oder ein Gedankengebet und den Segen. Guter Gott, wir danken dir, dass dieses irdische Leben nicht alles ist, das du uns, deinen Geschöpfen, schenkst, sondern dass wir durch die Auferstehung deines Sohnes glauben dürfen, dass wir auf eine ewige Gemeinschaft zugehen. Wir bitten dich, lass uns unsere Endlichkeit und die Vergänglichkeit unseres Seins voll Mut begreifen. Lass sie uns nicht wegschieben, lass uns den Tod nicht verdrängen, sondern lass uns darüber nachdenken, aber auch voll Hoffnung und Freude, dass es eine ewige Gemeinschaft bei dir gibt und so leben, dass wir diese Gemeinschaft auch erreichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Lieber Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch den Zuschauern herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte schreiben Sie uns, vielleicht mögen Sie uns mal schreiben, was Ihnen Freude macht, was Ihnen Hoffnung macht in Kirche und Welt. Auch dafür wären wir sehr dankbar. Der liebe Gott möge Sie beschützen.